Das Frühstück war sehr, sehr gut, lecker, deftig. Ein paar Kartoffeln sind mir so ein bisschen um die Ohren geflogen. Aber es hat funktioniert, seinen Zweck erfüllt. Sind nicht ganz so knusprig geworden wie gewünscht. Hauptsache warm, gar und lecker. Ich will jetzt erstmal weiterziehen. Ja, ich hatte das damals mal erwähnt, diesen Rucksack, den ich mit dabei habe. Sehr einfaches Modell. Habe ich damals mal im Discounter geholt, so 35 Liter Autorucksack. Hat auch einen Regenschutz mit dabei, sehr praktisch. Erfüllt seinen Zweck, aber das Quietschen und Knatschen, das kriege ich nicht weg bei dem Schätzchen. Das wird mich weiterhin begleiten. Aber es gibt Schlimmeres. Mal schauen, ob das Ding noch ein paar Monate hält. Der Herbst ist gekommen. Die Bäume reduzieren die Photosynthese und ziehen die Nährstoffe aus den Blättern zurück in den Stamm, in die Wurzeln, in die Äste. So kommen sie durch den Winter. Woher wissen eigentlich die Bäume, dass Herbst ist? Richtig, die Temperaturen sinken und die Tage werden ein bisschen kürzer, weniger Licht und somit wird dann die Photosynthese reduziert. So ist es kurz und bündig erklärt. Blätter fallen ab vom Baum, kommen auf den Boden, werden zerfressen von Insekten, Tieren. Regenwürmer ziehen sie in die Erde. Bakterien und Pilze zersetzen die Blätter und die Nährstoffe werden wieder durch die Pflanzen aufgenommen. Auch eine sehr beliebte Frage: Wie viele Blätter fallen eigentlich so am Baum? Das ist wirklich unterschiedlich bei den Bäumen. Bei einer ausgewachsenen Rotbuche, die so 25 bis 30 Meter hat, fallen so ungefähr 800.000 Blätter. So mal nebenbei. Folgen wir erstmal noch diesem matschigen Pad so ein bisschen. Dort hinten fängt wieder der Wald so ein bisschen an. Dort werde ich mir dann irgendwo gleich nochmal was Warmes zu trinken kochen. Einen Tee oder einen Kaffee. Einmal ein bisschen aufwärmen. Der Herbst kann auf Dauer schon ein bisschen frisch werden. Ja, ein kleiner Bach. Ah, das Wasser sieht recht klar aus. Einmal der Querfeld ein. Warum auch nicht? Hier haben wir jetzt kein Naturschutzgebiet. Ah, ganz netter Wasserlauf. Sehr entspannend. Sehr, sehr entspannend. Für mich wird es aber trotzdem jetzt gleich Zeit, ein Örtchen zu suchen, ein sicheres, wo ich mir mal einen warmen Tee oder einen warmen Kaffee zubereiten kann. Mittlerweile ist es recht frisch geworden. Bezug nehmt nochmal auf eine Frage aus meinem vorherigen Video. Das war sozusagen, ja gut, der Anfang eigentlich dieser Reise. Den Schlafsack, also der Komfortbereich, der liegt da eigentlich bei 10 Grad, sagt man so. Und der Risikobereich bei minus 5 Grad. Da sollte man sich niemals verschätzen. Der Übergangsbereich, der lag bei 6,8 Grad bei dem Schlafsack. Nicht, dass ihr euch da den Tod holt. Immer vorsichtig auf der Hut sein. Man muss immer warm genug unterwegs sein, besonders im Herbst und im Winter. Da darf man sich nicht verschätzen. Ja, hier sind schon ein paar andere Tiere entlang. Eindeutig. Hier sind schon ein paar andere Tiere entlang. Aber auch so eine ganz schöne Ecke. Ja, dieses Plätschern, das liebe ich. Absolut beruhigend.
Der Kreislauf der Dinge. Einfach traumhaft. Absolute Ruhe. Ein bisschen Bachrauschen. Ich werde zusehen, dass ich das Zelt mal wieder aufbaue und mich auf die Nacht vorbereite. Das Laub, da werde ich mir ein ganz bisschen zusammensammeln. Da werde ich mir unter dem Zelt so ein bisschen platzieren. Dann habe ich noch so eine kleine Isolierdämmschicht. Aber den Rest werde ich so unberührt wie möglich hier lassen im Wald. Der ist sehr gut getarnt. Fällt kaum auf. Zwischen dem ganzen Laub. Das ist auch mal sehr praktisch. Mitten im Wald eine Bank. Auf den Komfort werde ich jetzt mal zurückgreifen. Ich werde mir jetzt doch noch einen Kaffee machen, dass der noch ein bisschen weitergeht. Hier ist der Boden ziemlich matschig, sumpfig und somit werde ich mein Lager woanders aufschlagen. Ich schmeiß mir noch mal kurz meinen kleinen Brenner an. Dann mache ich mir einen kleinen Kaffee. Ein Wasserbehältnis habe ich auch immer mit dabei. Das ist immer sehr, sehr praktisch. Kann man sich immer ein bisschen abfüllen. Dann heißt es jetzt erstmal Kaffee kochen und einen anderen Unterschlupfpunkt suchen. Denn hier ist die Erde wirklich sehr, sehr matschig und sehr durchweicht. Wir wollen ja nicht so ganz im Schlamm campen. Jetzt bringen wir das jetzt hier nochmal eben zum Kochen hier, das Wasser. Und dann gibt's gleich einen Kaffee. Einen guten Kaffee, der wärmt. Ach, im Winter werde ich den noch mehr zu schätzen wissen, den Kaffee. Ob es heute noch regnen soll, weiß ich gar nicht, muss ich zugeben. Wenn man so noch umschaut, ist es schwierig zu durchschauen. Ganz leichter Wind. Wir werden mal sehen. Ich ziehe mir jetzt erstmal eine Mütze an. Und dann heißt es, Kaffee genießen. Diesmal habe ich ohne Windschutz gearbeitet. Ganz vergessen eben. Somit hat das jetzt doch 5 Minuten gedauert, bis er kocht. Aber was soll's. Ich habe noch genügend Spiritus mit. Da komme ich noch eine Woche mit aus. Bei dem Griff immer vorsichtig sein. Da kann es immer sein, dass da die Flamme dran gekommen ist. Somit schön beiseite stellen. Bei mir gibt es heute wieder den ganz einfachen Bundeswehrkaffee, den ich euch schon mal vorgestellt habe aus dem EPA-Paket. Das ist das Instant-Kaffee-Zeugs. Oh, da läuft sogar richtig über. Richtig am Schorlen die Suppe. Das habe ich auch noch nicht erlebt. Ja, naja. Egal. Sind ja draußen. Ich bin ja eigentlich sonst nicht so der Instant-Kaffee-Fan, das habe ich ja schon mal erwähnt. Und auch nicht so diese ganzen Plastikverpackungen mit diesem Abfall. Das ist ja eigentlich gar nicht meins. Ansonsten bin ich immer mit Dosen unterwegs und kleinen Behältern, die man befüllen kann. Das ist ein bisschen nachhaltiger und umweltfreundlicher. Dann kommt nochmal dieser legendäre Kaffeeweißer mit rein, den ich euch damals auch schon mal vorgestellt habe. Der ja eine ganz besondere Funktion hat. Anscheinend nicht, dass es milchiger schmeckt, sondern ich habe euch das ja schon mal gesagt gehabt. Gebrauchseinweisung zu heißem Tee oder Kaffee hinzufügen und das Getränk erhält eine milchweiße Farbe. Das ist anscheinend die Funktion dieses Kaffeeweißers. Ich dachte immer, es geht darum um die Milch, damit man so einen leicht milchähnlichen Geschmack daran bekommt. An dem Spiritusbrenner ist noch ein bisschen drin, den lasse ich jetzt aber so ausbrennen und auskühlen. Ist mittlerweile frischer geworden. Ich will jetzt aber erstmal den Kaffee genießen. Oh, ja, der wärmt auch gut. Und dann werde ich gleich zusehen, dass ich irgendwo noch einen guten Lagerplatz finde. Zum, ja, Lager aufschlagen.
Heute werde ich aber nichts mehr bushcraften. Ich werde jetzt gleich nur noch einfach das Zelt aufschlagen. Für Notfall kann ich noch einen Tarp drüber ziehen, wenn es richtig regnen sollte. Aber ich glaube, heute wird es nicht mehr so groß regnen. Ist auch recht windstill. Schauen wir mal weiter. Und dann lassen wir uns mal überraschen, was der Tag morgen so bringt. Oder was wir heute Nacht noch so erleben. So ein warmes Getränk kann manchmal schon Gold wert sein. Und bevor wieder Fragen kommen zu dieser Mütze, das ist eine Eule, richtig. Aber das ist ein Unikat, die kann man nirgends verkaufen. Das restliche Spiritus im Brenner ist abgebrannt. Tasse ist gespült, Sachen sind gepackt. Jetzt gleich kann es weitergehen. Ich folge jetzt erstmal diesem Putt. Eine Neuigkeit habe ich noch für euch, für alle, die mir jetzt nicht in den sozialen Netzwerken folgen. Ihr habt das vielleicht dann noch nicht mitbekommen. Ich werde jetzt bald auch mein Bike mit dabei nehmen. Und dann werden die Reisen auch mal so mit Bike dann betrieben. Da kann man auch ganz, ja, ganz interessante Erfahrungen machen. Somit habe ich mir gedacht, ab durch die Natur mit dem Bike. Das werde ich jetzt auch im Gepäck haben. Die Leute aus den sozialen Netzwerken, die mir folgen, die haben das bestimmt schon mitbekommen. Aber es wird sehr interessant. Ich werde meine Erfahrungen sammeln. Es ist soweit auch alles konfiguriert und modifiziert, nahezu. Und ein paar Verbesserungen werden dann noch kommen, durch die Erfahrungen, die ich in der Natur machen werde. Ich werde mir jetzt noch so ein Reisbier genehmigen. Das ist Gersten- und Weizenfrei. Habe ich noch nie probiert, sowas. Aber da bin ich immer für offen für neue Sachen. Das genehmige ich mir jetzt noch. Und dann werde ich da hinten, glaube ich, auf der Lichtung mein Lager aufschlagen und die Ruhe einkehren lassen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr nichts mal verpassen wollt, einfach mal abonnieren. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns die Tage und dann gibt es hier wieder eine Fortsetzung.